Hallöchen mit Öhchen. Na, Bobbelberg, suchst du immer noch das AGR-Ventil von deinem neuen Hausfrauenpanzer, du alte Dummbratze? Naja, wie dem auch sei, das letzte Fake-AMG-Video ist ja schon ein paar Wochen her. Tja, so ist es halt, wenn man nur auf seinem Hausdrachen liegt, anstatt zu arbeiten. Außer ein paar neue Rückleuchten und wie Timo seine Gummifinger über das Metall schiebt, hat man ja nicht viel gesehen. Immerhin war unser einzigartiger Lucky Luke fleißig und hat über die Billigteile aus dem Morgenland wie ein Weltmeister gespritzt. Bobby hat das verformte Stall abgeholt und nun bauen Sever und er das Ganze zusammen. Ach du Donnerschreck, das passt ja vorne und hinten nicht. Mit etwas Glück soll der Blender aus Affalterbach heute aus dem Möbelhaus fahren. Ach, wie aufregend. Und jetzt noch ein Witz zum Auflockern. Die Stiftung Warentest hat Besteck getestet und das Messer hat am besten abgeschnitten. Album kommt am 12. April. Das Ganze könnt ihr immer noch vorbestellen. Der Link ist in der Videobeschreibung. Und schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr den Song findet, der in den Zeitraffern läuft. Ja, hallo und herzlich willkommen, Leute, zu einem weiteren Video hier beim Bobbelzwerg. Wie ihr seht, sitzt schon wieder im Großen, hier guckt er aufs Schild da. Richtig, Lackflow. Wir wollen heute mal endlich die Teile abholen. Die sollen lackiert sein, die sollen poliert sein und Sever kommt nachher auch noch vorbei und dann brutzeln wir das Ganze ran. Ich glaube, heute komplettieren wir dieses Auto. Ich hab Bock, ich freue mich. Guck mal, das sieht schon nach meinen Teilen aus, da, was da draußen in der Sonne steht. Geil, ey, geil. Ich hab echt, jetzt bin ich auch langsam heiß, jetzt will ich es auch fertig haben, da mal den Lachs, ne? Sag mal raus, da. Mal gucken, wie weit wir kommen. Da bestimmt noch irgendwelche Teile, da fehlt bestimmt noch hier und da und tralala, aber egal. Wir fangen erstmal an. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen, über ein kostenloses Kanalabonnement, wenn ihr sagt, das ist der Content, den ich ganz cool finde. So, das sind die Teile hier. Zack, 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 zack. Stoßstange vorne, hinten, Kotflügel, Kleinteile, PDC-Sensoren. Ja, das war jetzt echt gar nicht so schlimm, wie ich mir vorgestellt habe. Verladen. Das auch anders erwartet. Das ging doch ganz flott. Ja. Und wenn ihr das detaillierter sehen wollt, dann schaut doch gerne mal bei Lack vorbei, weil der hat das ganz detailreich. Hatte das 5 Dosen Spachtel. Ja, so heißt das Video. Genau. Also eins der letzten Lackflow-Videos, da könnt ihr das dann nochmal ganz detailliert sehen, wie das hier gemacht worden ist und sympathischer Nuttermann. Ist ein lustiges Video bestimmt. Ja. Okay. Und ich fahre jetzt in die Firma. Tschüss. Wollt ihr was sagen? Ich wollte sagen, danke für den Auftrag. Ja, danke für Ihr Vertrauen. So, willkommen zurück hier in der Halle, ne, in der Firma, sag ich immer. Ach, hallo, du bist auch da, ne? Moin, moin. Ich bin wieder mit am Start. Geil, ey. Schön zur späten Stunde hier, wir haben 18 Uhr, wie man... Wir haben mal Rollen getroffen. Haut vor Knochen, ne? Das sind die Teile, hinten, vorne, Motorhaube. Guck dir mal die Motorhaube an. Das ist ein bisschen Rotpapier drauf. Backpapier. Oh yeah, sieht ja richtig geil jetzt aus. Wenn du dir jetzt noch vorstellst, guck mal, da liegt so ein Mercedes-Stern, glaube ich. Da hast du dich nicht lumpen lassen, hast du einen schwarzen besorgt. Ja, sicher. Heftig. Tuning Parts. Aber weißt du, was jetzt geil ist? Ich glaube, die Nupsis hast du nicht gekauft, ne? Diese Gumminupsis? Ja, Mann, das wird ja gar nicht halten. Aber die kann ich gleich aus dem anderen ausbauen. Jetzt voll Schiss, ey. Mach einfach. Scheiß drauf, wenn's hält, dann hält's. Ja, hält voll gut. Das denn für Mist? Aber bildlich kann man sich das schon mal vorstellen. Ne? Ja, schöne Farbe auch. Ja. Und hier liegen noch die ganzen Mini-Codies, die kleinen Teile. Das wird richtig raketenmäßig. Also, ja, Trittbretter kann man dann auch noch ran machen. Lampen sind noch nicht dran. Hier vorne fehlt noch die Distronic, ist mir eingefallen. Und dann fällt mir gerade gar nichts so spontan in meinen Kopf ein, was da noch so fehlt. Aber da fehlt bestimmt noch irgendwas. Erstmal die Stoßstange zusammenbauen. Ach komm. Komm, wir legen los. Ciao. So, Haube ran jetzt. Haube rauf. Geht los. 102 Oktan ist in unserer Blutlaufbahn. Zu viele Jackie-Dosen sind es in der DNA. Werden hier wachsen wie bei Peter Pan. Yeah, Motorhaube ist drauf. Sagt ihr, Spaltmaße ist noch nicht ganz zu, ne? Aber Farbe passt. Geil, ey. Das ist schon richtig geil. Bin so gespannt auf die Schnauze hier vorne. Das wird auch nochmal anders. Ran ans Werk. Heute mach ich das Ding hier dicht. Scheinwerfer muss jetzt raus. Biggies Kiosk auf einer Skala 10 von 10. Die Bank von Hutas holen wir schnell rüber. Machen Party wie im Kuhkraft mit 10 bis 20 Hühnern. Scheiß mal auf Hutas, alle viel zu drüber. Sie riecht nach Douglas. Ei, Kacke, Digga, wir haben was falsch gemacht. Schraub mal bitte, also schraub die ruhig rein, die du gerade reinschraubst. Und diese, die wir von unten gerade festgeschraubt haben, die kannst du abmachen, weil davor muss der Kotflügel noch rein. Ja, wir machen den Kotflügel hier jetzt ran. Ja. Der Parkplatz vor dem Laden wie ein Tuning-Treffen. Dreier Cabriolet auf dem Parkour-Sengs rappen. Ende des Monats muss wieder anschreiben. Mädels anquatschen, jetzt nur noch dranbleiben. Viber im Backstage.
Nun, was sagen die Fans? Was sagen die Peoples? Fährt aus, ne? Jetzt geht's los, Digga. Jetzt machen wir die Stoßstange komplett. Der hier, ne? Ja. Jetzt kennt uns jedes Autohaus, der MSD wird ausgebaut. Dank dem Sound ist die Doku wieder aufgetaucht. Oh, hallo, da seid ihr ja wieder. Öl rein. Der falsche Grill. Nein, doch, das geht, das geht, das geht, das geht. Ah. Abo. Tschüss. Okay, puh, was ist da denn passiert? Wir hatten hier gerade ein kleines Problem, weil wir gemerkt haben, dass hier ein Inlay erst nach dem Grill reinkommt. Erst vor dem Grill reinkommt und der Grill war schon drinne. Und ihr wisst selber, jeder, der das mal gemacht hat, diese Clips hier wieder zu entfernen, kann eine Tortur werden. Und man sieht es hier ganz gut, wir haben hier richtig dran rumgeackert. Oh, Digga, hier ist der gerissen, ne? Ist nicht so geil. Aber das wird... Nee, stimmt, wird man nicht sehen. Ja, es war eine richtige Tortur. Und dann haben wir es rausgefunden, mit einem Cuttermesser dazwischen zu gehen. Sieht man jetzt überall leider Blessuren. Aber es ist jetzt so, wie es ist. Wird man Gott sei Dank nicht sehen. Ja, und jetzt kommt das Inlay hier rein. Schön, viel Spaß. Ciao. Soll ich jetzt mal den Rest hier erklären? Ja, ne? Erklär mal, was du erklären möchtest. Auf jeden Fall mussten wir den... Haben wir gedacht, wir müssen den Grill rausnehmen. Mussten wir aber eigentlich gar nicht. Dabei haben wir, ja, die ganzen Pins ein bisschen zerstört. Aber jetzt sieht man gar nichts mehr davon. Ne, jetzt sieht das ganz gut aus. Jetzt hält das alles so, dass auch diese ganzen Inlays sind jetzt alle drin. Das hier ist drin, ein paar Popnieten sind dabei. Diese Abdeckung ist da, die ist da. Jetzt ist es eigentlich nur noch Sensorik, sprich PDC und Radar. Ich weiß gar nicht, was ist das überhaupt? Totwinkelassistent. Totwinkel, genau. Die beiden müssen noch rein und Aufprallschutzsensoren. Also der ganze Kabelbaum. Ja, so, da haben wir uns vorhin schon gewundert, wo die hinkommen, aber die Chinesen haben, oder wo kommt das her? Ja. Haben wir an alles gedacht. Das noch und dann ist die Schuhstange komplett. Es hat auch nur 3 Stunden gedauert. Aber, jetzt kommt das große Aber, bei den PDC-Sensoren fängt es nämlich schon an, sind anscheinend beim GLE andere. Das habe ich nicht bedacht. Das bedeutet, die passen schon irgendwie, aber die Halterung ist eine andere. Die klippen nicht, die klicken nicht. Weil die Nasen zu kurz sind. Genau, die sind eigentlich jetzt hier ganz gut. Die sitzen eigentlich richtig, aber sie knicken bündig, einfach ja, nicht. Die sind bündig. Wenn wir sie jetzt bearbeiten würden, gucken sie zu weit raus. Ja. Und was macht man da richtig? Man nimmt sich eine schöne Tube Sikaflex und knallt die Dinger da rein. Das sieht schon ganz gut aus. Hier ordentlich Schmatze dran. Das ist zu machen, ne? Ich habe jetzt auch keinen Bock mehr zu warten und da irgendwelche neuen Halterungen oder neue Pins zuzuschalten. Wir machen das noch schöner. Ihr macht das noch schöner, so dass das vernünftig aussieht, ne? Ja. Ja, ich mache das gleich nochmal schön sauber, schön ordentlich, aber sie werden jetzt geklebt. Ja. Halb zwei. Wir haben hier dies und das noch gemacht, ne? Repariert. Hinten ist fertig, zeige ich gleich nochmal. Vorne ist auch fertig, geklebt und hier und da. Und jetzt wollen wir die mal einmal ranhängen. Bist du drin? Ja, du bist drin. Steck rein die Schraube. Mhm. Ja. Und genau, nicht ganz rein, nicht ganz rein. Ja, das ist gut. Aber sieht schon heftig aus, Digga. Ich muss erstmal Abstand gewinnen von der ganzen Sache. Alter. Das ist ein komplett anderes Fahrzeug. Ist ja so heftig. Ich hätte nicht gedacht, dass wir bis hierhin kommen. Das Licht ist ein bisschen... Das, ne? Welches Licht? Ein bisschen grell von oben. Ich kann das... Man kann gar nicht richtig gucken, ja. Man kann gar nicht richtig gucken. Die S-Klasse scheint einfach schon wunderbar zur Geltung. Jetzt baue ich noch eben meine Discronic-Platte ein, Leute. Damit wir das Ganze auch vollenden. Ich weiß schon, was passiert. Ihr müsst wissen, das hat Max geordert. Hau mich in die Pfanne, alles gut. Ich hab für ein ML gekauft, nicht für ein GLE. Also wenn jemand für ein ML eine braucht, günstig für ein Fuffi. Ich dachte, vielleicht hält der mal einmal so. Nee. Das zerkratzt den nicht. Ja, vielleicht kannst du den noch zurückgeben. Ja, der war voll teuer. Ja. Den würde ich gerne zurückgeben. Ja, was sagt ihr, Leute? Was sagt ihr? Soll man das hier unten chrom lassen oder nicht? Ich habe das erstmal so gelassen, weil ich Sven dann folieren lassen würde. Das hier habe ich, oder hat Flo schwarz gemacht. Das hier ist, glaube ich, immer in so einem Grauton oder so, ne? Das war, glaube ich, Silber. Ja, also Silber. Ja, wir fahren auf jeden Fall im Laufe des Videos das Auto nochmal raus, wenn es dann wirklich komplett fertig ist. Und ja, dann schauen wir mal. Aber soll ich mal jetzt was sagen? Hm. Jetzt, wo diese Front dran ist, bin ich fast wieder dafür, dass man das Auto eventuell... Was denn? Was kann man denn noch machen? Ein bisschen. Tiefer liegt. Nee, auch. Aber wobei, ich nehme das zurück. Weil die Felgen müssen ja auch. Ja, Moment. Haben wir nicht das Auto, bevor wir es abgestellt haben, auf die höchste Position gesetzt, damit wir besser dran... Okay, also ich nehme das erstmal zurück, weil du hast da ja 26 Zoll Räder geholt, ne? Ja, ja, 26 mit Spikes, damit ich hier in Hamburg von A nach B komme. So, zweiter Tag hier im Zusammenbauen des GLEs. Ach moin, grüß euch. Rocco ist auch am Start, ne? Selber natürlich auch. Und
Genau, das Tronic ist jetzt ein Thema, das muss noch mal eben ran. Neue Halterung, alte Einheit, ob die geht. Noch mal so. Ja, genau, na. Was müssen wir noch machen? Heckschussstange ran, das hier ran. Ich habe eine neue Distronic-Platte, Grundplatte besorgt. Ich hoffe, dass sie passt, da wäre mein schon. Ah, ich weiß ja nicht. Ja, unsere neuen Räder liegen hier, die seht ihr dann im nächsten Video. Und was müssen wir noch machen? Das Trittbretter. Ah ja, genau. Die Trittbretter hier an der Seite dran. Scheinwerfer müssen einmal zum Kodierer, aber das machen wir dann, wenn das Fahrzeug mal auf der Straße rollt. Also, viel Spaß mit dem Video. Ach, Digga, das ist ja, wir sind ja schon mittendrin, hab ich ganz vergessen. Es geht weiter, tschüss. Alle viel zu drüber. Nach Douglas, doch ich bin ein bisschen klüger. Der Parkplatz vor dem Laden wie ein Tuning-Treffen. Dreier Cabriolet auf dem Parkplatz. Ach, Leute, was soll ich euch sagen, Mann? Guckt euch das an hier. Irgendwas stimmt hier noch nicht so ganz. Scheinwerfer sind nicht richtig eingestellt. Eine Schraube fehlt auch noch, mit der man noch ein bisschen was regeln kann. Das läuft hier ganz gut dagegen. Hier, Bruder, was soll ich dir sagen? Keine Ahnung. Überall, boah. Soll das so? Ich weiß ja nicht. Hier, also ich glaube, da muss nochmal jemand zum Einstellen vorbeikommen. Und die Scheinwerfer, irgendwie die Kotflügel, irgendwie passt das alles noch nicht so hundertprozentig, ne? Versuch das mal von hier zu zeigen. Wir denken, oder wir glauben, dass mit den Kotflügeln irgendwie was nicht stimmt, weil das klemmt da jetzt drunter. Und irgendwie haben wir den Eindruck, dass die Kotflügel ein bisschen breiter sein müssten. Ja. Damit die Stoßstange hier entspannt ist. Und hier ist sogar ein Spalt. Guck dir mal das hier an. Das kann man hundertprozentig mit dem Scheinwerfer einstellen. Das aber nicht. Mhm. So, und jetzt gucken wir, ob wir uns noch ein Glücksgefühl abholen können. Und bauen mal eben hinten dran. Das ist auch 100% richtig. Zeig dir das. So. Mann, keine Ahnung. So? Aber eigentlich ist es so vom Ding her richtig. So. Ah, das da. Zeig mal. Halt das mal an, ob das passt. Oder was ist hier los? Deins ist da falsch. Okay, ey. Ah. Rocco hat recht. Siehst du? Oh! Voila! Das ist meine war falsch. Jetzt passt das doch gut. Jetzt gucken wir mal, wie es aussieht. Hey, zeig mir, wie das aussieht. Weißt du, was ich mich eher frage? Von wo? Klingt schon viel besser. Von wo kommt jetzt dieser Kram? Achso, das kann ich gerade so nie, das ist ein Spinnenleben. Ja. Schreibt doch mal gerne in die Kommentare, um auch mal hier ein bisschen den Algorithmus anzufeuern. Ne? Auspuffblenden, Chrom, Schwarz. Das hier schwarz, das hier schwarz, das hier schwarz. Was macht man? Ich finde das eigentlich so mit ein bisschen Chrom ein bisschen edler. Ne? Also Leute, wir haben ja hier noch ein paar schöne Trittbretter. Ne? Die habe ich gerade getrennt von dem eigentlichen Trittbrett. Das ist quasi hier so das Inlay davon. Und die eigentlichen originalen Seitensperrer, nenne ich sie mal jetzt. Die haben wir ja schon mal abgebaut letztes Mal. Wie heißt das hier? Der Träger hier? Der Träger ist dran und jetzt halt ihr nicht. Ja, fertig, ne? Ja, wie oft schlüsst der Magger seinen Kopf an? So, jetzt. So. Ah, hier sind. Ey, mach mal wieder ab. Hier müssen wir noch Schrauben. An den Träger? Junge, der Träger hat 10 Schrauben von vorne. Was soll denn da noch passieren? Willst du die nicht ranmachen? Schrauben? Ach, lass uns mal schauen. Ach, da. Deswegen sind da so viele Dinger. Hey, da, zack. Schon wieder spät geworden, ne? Auf den letzten Metern hier, unsere zwei Freundlichen, ne? Wir haben jetzt hier mal versucht, diese Verbreiterung dran zu kleben. Gibt's einmal für hinten und natürlich auch für vorne. Besteht teilweise aus zwei Teilen, einmal aus einem längeren Stück, aber mit diesem integrierten 3M-Klebeband. Sag mal eins her, genau. M3. M3, 3M, ja. 3M ist das niemals. Ich glaube, da braucht man nochmal eine Tube Scheibenkleber. Das ist so aufgebaut, dass das quasi auf so einer Unterkonstruktion gesteckt wird und dann einfach verklebt. Wir haben das hier mal ausprobiert. Das ist jetzt fest verklebt. Fest heißt. Das fliegt bei der ersten Kurve fliegt es ab. Das ist süß. Aber was wir geschafft haben, sind die Trittbretter auf beiden Seiten. Ne? Einmal auf der rechten Seite, wie auch hier auf der linken Seite. Das macht den Look quasi fast perfekt. Und ja, vernünftige Räder, dann die Verbreiterung und eine neue Scheibe. Ne? Und dann müssen wir mal gucken, was da noch so drin so los ist. So, jetzt versuchen wir das Ganze am nächsten Tag nochmal mit Scheibenkleber und ein paar Zwingen. Und ich denke, dann wird das Ganze auch halten. Hinten seht ihr, ne? Hinten ist das schon immer. Das hält jetzt, oder? Ich muss die auch aushelfen. Nein, was? Hä? So. Dich! Das hat richtig gut gehalten. Okay, ich sag dir ehrlich, das also check ich nicht. Der Träger hält jetzt so gut auf einmal. Das hat dort nicht gehalten. Okay, dann können wir das ja so lassen, wie es ist. Oder sollen wir hier nochmal so eine Wulst drüber schmieren?
fahren. 102 Oktan ist in unserer Blutlaufbahn. Zu viel Jackie-Dosen sind es in der DNA. Gestern Abend war das doch ein bisschen dunkel, ne? Ich will euch das ja jetzt doch noch mal im Hellen zeigen, hier das Ganze. Aber dafür stelle ich das mal eben um. Klingt so geil an, ey. Oder war ich? Sag das nicht so laut, Mann. Er läuft jetzt schon wieder richtig scheiße. Mein ist ihr Hobby. Wohnt im Vieh, kommt im Bronze-Syrotie. Von Klamotten vom Bazaar, aller Givenchy. Biggie, 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 ich bin VIP. Sie nennt mich Bobby G, hören Hypnotize Me. Check den Arsch zu dem Beat. So, wir sind jetzt kurz vom, knapp vom Ende hier. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr stolz auf vor allen Dingen Sever und ein bisschen auch auf mich, weil wir haben, glaube ich, echt ein geiles Auto gebaut. Vor allen Dingen von hier sieht man schon mal das Ganze mit Verbreiterung. Die Räder machen natürlich noch einiges kaputt, das werdet ihr dann im nächsten Video sehen. Das macht natürlich noch mal ganz, ganz viel aus, aber ich bin jetzt schon sehr, sehr zufrieden. Wir haben echt mit der neuen Motorhaube und der neuen Front komplett neues Auto gebaut. Das ist ja, hat ja mit dem ML, der hier noch vor 3 Monaten stand, ich glaube im Januar haben wir den gekauft oder habe ich den gekauft, hat das ja wirklich nichts mehr zu tun, ne? Und relativ flott auch. Ich glaube, wenn wir jetzt wirklich so mal 2 Wochen am Stück durchgezogen hätten, dann wären wir fertig geworden. Dann wäre das Ding fertig. Mit Lackieren, dann muss auf Lackieren warten, dann musste ich auf die Räder warten. Es kam immer irgendwie mal was dazwischen. Aber so im Großen und Ganzen ging das relativ flott und sieht sehr geil aus. Es funktioniert auch größtenteils alles so. Die MKL leuchtet nicht mehr, Airbag leuchtet nicht mehr. Die Scheinwerfer müssen nochmal kodiert werden, ja. Und da vorne fehlt auch noch ein Stern, wie man sehen kann. Ja. Sind ja nicht erst 2 Stück gewesen, die du besorgt hast, ne? Nee, das ist jetzt die 3. Die hoffentlich dann mal passt. Hier vorne haben wir auch alle PDC-Sensoren drin. Ist auch schön. Wenn man jetzt das Auto noch mal waschen würde, dann wird man auch nicht mehr den Unterschied erkennen, was hier neu und alt ist. Leicht auch mal den Lack aufbereiten, der ist nämlich nicht mehr ganz so schick. Was man hier sieht, hier haben wir noch ein Loch, weil der ML, der hat 4 PDC-Sensoren, der GLE hat 6. Da ich jetzt keinen neuen Kabelbaum gekauft habe und ich auch Angst habe, dass der dann nicht funktioniert, werden hier 2 Blenden noch eingesetzt. Die habe ich gerade vom Lackierer bekommen. Guck dir jetzt mal das Heck an hier, das ist ja wohl der Wahnsinn. Da fehlt noch eine Chrom-Dings. Ja, das ist das Heck, GLE 63S Heck, wie auch immer. Und da kann man sich natürlich jetzt noch drüber streiten, macht man da jetzt noch irgendwas schwarz, lässt man das so, wie es ist. Ich finde es so eigentlich ziemlich edel. Den Aufkleber hier, den kann man natürlich auch mal entfernen, ne? Ja, und ich glaube, wenn das Ding läuft und wir den jetzt mal auch nochmal auslesen und mal gucken, was da vielleicht noch so schlummert, ist das ein richtig geiler Daily. Das ist schon cool, wenn man an etwas ein bisschen länger gearbeitet hat und das so das Ergebnis dann sieht. Und das wäre wirklich von vorher nachher schon ziemlich krass, ne? Sag mal ehrlich, wie gehypt bist du jetzt? Dass der mal auf der Straße rollt? Ja. 12 von 8. Ja, gestern hat er gesagt, er hat sein Daily, den er ja jetzt fährt, hat er mit anderen Dailies verglichen. Ja, ich habe Alko sein Daily gesehen und hab dann meinen, weil Alko war gestern hier und dann dachte ich so, oh, so ein Upgrade, ne, auf so eine neuere C-Klasse wäre auch nicht schlecht. Dann ist mir eingefallen, ey, du baust doch gerade das Taktding zusammen. Das ist natürlich noch, finde ich persönlich, ein bisschen cooler als C-Klasse in neuer. Aber das ist ja Geschmackssache, ne. Ja, guck bei Sever gerne mal vorbei auf dem Kanal. Ist mein C63 immer noch dran, da seit 13 Jahren ist er da am C63. Link ist in der Videobeschreibung zu seinem Kanal. Und danke, dass ihr zugeschaut habt. Im, wie gesagt, nächsten Video felgen und dann geht es bestimmt noch mal ein bisschen in die Technik rein. Ne? Also bleibt gerne noch dran. Das Projekt ist noch nicht ganz beendet, aber fast. Bis dahin, schönen Tag noch und hier, Like nach oben. Das waren 2 Wochen jetzt in einem Video. Weißt du, was für eine Arbeit das war? Tschüss!